Und zugeschaltet ist jetzt Professor Volker Böhme-Nessler. Er ist Staatsrechtler. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen, Herr Edler. Also wenn Sie auf diesen Impfgipfel schauen, als Verfassungsrechtler, wir reden jetzt von einem Impfangebot für die Altersgruppe ab 12. Und gebetsmühlenartig wiederholen die Kanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, der Schulbesuch hängt nicht vom Impfen ab. Ist rechtlich damit tatsächlich die Hintertür der verpflichtenden Impfung dicht? Also wir müssen uns eins klar machen. Verpflichtende Impfung, Impfpflicht, ist ein ganz harter Eingriff in Grundrechte. Das geht in der Regel erstmal nicht. Das geht nur in ganz wenigen Ausnahmefällen. Und tatsächlich, es geht nur dann, wenn es unbedingt erforderlich ist, dass eine Impfpflicht auch für Schüler zum Beispiel festgelegt wird. Und das sehe ich im Augenblick nicht. Die Frage ist ja, ist das tatsächlich unbedingt erforderlich? Gibt es kein anderes Mittel? Und das ist im Augenblick auf keinen Fall so. Und das heißt mit anderen Worten, also eine Impfpflicht für Schüler sehe ich im Augenblick verfassungsrechtlich gar nicht. Aber Herr Böhme-Nessler, eine Zweiklassengesellschaft droht doch dann trotzdem auch, wenn rechtlich das nicht so geregelt ist, vor allen Dingen, wenn die Geimpften, vor allem Erwachsene, ja eigentlich mehr Rechte bekommen würden, wenn sie halt den Peaks bekommen haben. Sie haben recht, eine Zweiklassengesellschaft zwischen auf der einen Seite die Nicht-Geimpften, die gefährlich sind, in Anführungszeichen für die anderen, und die zweite Klasse, die schon Geimpften, die mehr dürfen, ist ein ganz großes Problem auch für unsere Gesellschaft. Weil die Nicht-Geimpften, die jetzt noch weniger dürfen, sozusagen zweimal benachteiligt sind. Sie bekommen erstens keine Impfung, zweitens dürfen sie bestimmte Dinge, die die Geimpften schon dürfen, nicht machen. Und das ist, das sorgt natürlich unheimlich für Unmut, und das ist auch verfassungsrechtlich unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten. Ein ganz wichtiger verfassungsrechtlicher Grundsatz ist die Gleichbehandlung. Das ist also auch unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten ein ganz großes Problem. Kann man das verfassungsrechtlich eigentlich mit dem Impfen beim Masern vergleichen? Denn wir haben ja eine Masernimpfpflicht, auch zum Schutz der Schülerinnen und Schüler, aber natürlich auch der Lehrer und auch der Eltern. Aber Corona ist ja da irgendwie so eine Art Graufeld, oder? Nach rechtlichen Aspekten. Das ist richtig. Also Corona und Masern sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Masern ist etwas eng Begrenztes. Corona ist eine große, umfassende Pandemie zum Beispiel. Wobei man zu den Masern auch noch sagen muss, ob die Masernimpfpflicht sich wirklich durchsetzt oder nicht, ist noch offen. Die liegt im Augenblick vor dem Bundesverfassungsgericht. Das ist ein Verfahren, ein laufendes Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Verfassungsgericht hat noch nicht entschieden. Ich bin mir nicht sicher, ob die Masernimpfpflicht, die wir jetzt gerade haben, ob die vor dem Bundesverfassungsgericht tatsächlich Bestand haben wird. Da habe ich ganz große Zweifel, weil es wieder der Punkt ist, wir greifen durch diese Impfpflicht in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit der Kinder ein und auch der mancher Lehrer und mancher Erzieherinnen und Erzieher. Und dieser Eingriff ist nur dann erlaubt, wenn es unbedingt erforderlich ist, dass in das Grundrecht eingegriffen wird. Und ob diese Impfpflicht gegen Masern zum Beispiel so wichtig ist für die Bekämpfung der Masern, wage ich sehr stark zu bezweifeln. Und deswegen habe ich auch große Zweifel daran, dass die Masernimpfpflicht vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben wird. Wir müssen aber beide noch mal über die Bundesnotbremse sprechen, denn die soll ja nun offenbar, die Kanzlerin scheint das so zu wollen, weiter in Kraft bleiben bis Mitte, Ende September, trotz der sinkenden Inzidenzen. Ist das überhaupt verfassungsgemäß? Also man kann grundsätzlich über die Verfassungsmäßigkeit der Bundesnotbremse streiten. Das Bundesverfassungsgericht hat noch nicht endgültig darüber entschieden. Es hat nur entschieden in den letzten Entscheidungen, die es in den letzten Wochen getroffen hat, dass es sich endgültig erst später in aller Ruhe mit der Bundesnotbremse befassen wird. Ob die Bundesnotbremse verfassungsrechtlich zulässig ist oder nicht, ist noch offen. Ich habe große Zweifel daran, dass sie zulässig ist, aber das letzte Wort hat da das Bundesverfassungsgericht. Im Augenblick spielt die Bundesnotbremse praktisch keine Rolle, weil die Grundregel der Bundesnotbremse ist ja, ab einer Inzidenz von 100 greifen bestimmte Lockdown-Maßnahmen automatisch. Im Augenblick liegen wir in fast allen Landkreisen unter 100. Das heißt, im Augenblick greift die gar nicht. Für Sie aber als Staatsrechtler, dieses novellierte Infektionsschutzgesetz, da hat es ja heftige Diskussionen in Deutschland gegeben, in der Politik, zwischen den Bürgern. Ist dieses novellierte Infektionsschutzgesetz tatsächlich bereits von den Regierenden auf Eventualitäten ausgerichtet worden?
Es ist tatsächlich darauf ausgerichtet worden, auf und es ist, der Mechanismus ist folgender. Wenn die Inzidenz in einem Landkreis über 100 steigt, gibt es automatisch, ohne weitere Entscheidung, automatisch bestimmte Lockdown-Maßnahmen. Zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen, Abstandsregelungen und so weiter. Das ist sozusagen die Eventualität gewesen, die da eingepreist worden ist. Aber ganz wichtig, das war auch in der Diskussion, auch in der verfassungsrechtlichen Diskussion, ein wichtiges Argument, als man darüber diskutiert hat, sie ist begrenzt bis zum 30. Juni. Und ich halte es für ganz problematisch, einfach auf Vorrat. Das ist auch verfassungsrechtlich, weil es ja um Eingriffe in die Freiheit geht. Ich halte es für verfassungsrechtlich ganz problematisch, diese Bundesnotbremse jetzt einfach auf Vorrat bis September zu verlängern. Professor Volker Böhme-Nessler, Staatsrechtler, danke für das Gespräch und bitte bleiben Sie auch weiterhin gesund.